Schluss mit Anime-Golf. Jetzt kommt das richtige Golf. auf dem Gameboy. Oh Mann, ey. Kann man gar nicht glauben, dass das Spiel von 1989 ist. Unglaublich. Wann habe ich das Spiel gespielt? 1994 ungefähr. Da war schon 5 Jahre alt, das Spiel. Ja, aber irgendwie wirklich verstanden habe ich es damals nicht. Aber heute natürlich, wo ich ein Profi-Golfer bin, geht das natürlich viel besser. Gerade wenn man die Steuerung hier raus hat. So, New Game. Ja, machen wir mal den hier weg. Hat er? Keine Ahnung. Ich glaube, die Spielstände sind auch nicht mehr von mir. Kann ich auch nicht durchgehen. Boah, ich kann sogar Zahlen eintippen. Und das müsste sogar reichen von den Zahlen, oder? Ja, Buchstaben rein hier. Oh. Warte, ich glaub, das passt sogar. Ich es denn jetzt finden würde. Es ist Alphabet. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Steht ja hier, ne? Oh nein. Oh nein. Ich will löschen. Die Taste hier. Ja, okay, danke. Passt. Genau. So, nehmen wir Japan oder USA als Kurs. Ich glaube, hier gibt es auch nicht mehr als Kurse. Vielleicht kann man sich ja was freischalten hier, ne? Indem man gut spielt. was ich nie getan habe in dem Spiel hier. Nie. Ich habe immer nur, ich weiß gar nicht, was das Schlechteste in dem Spiel. Ich glaube, das Spiel kickt dich nicht mal raus, wenn du Kacke spielst. Du kannst selbst Schlag 1000 brauchen. So, vergiss nicht, der Gameboy, oh Gott, das ist alles so lange her. Der Gameboy hat nur A, B, Select und Start und das Steuerkreuz. Das heißt eben, ja, mit Select, das ist Save Game, okay. Nein, das ist, okay, das ist eine Pause. Okay, ja, hier war das gewesen. Mit B macht man die mal Map und dann kann man hier sehen. Guck mal, die haben so extra alles beschriftet. B für Bunker, B für Wasser. Und das hier kann man ja denken, dass es Fairway ist, ne? Können wir auch die Schläger nehmen. Und theoretisch, das hat sich eigentlich, glaube ich, keine Ahnung, das muss ja irgendjemand, erstmal gegen Baum schlagen. Das muss ja irgendjemand mal eingeführt haben, ne? Wie man Golfspiele spielt und dann haben das so gesagt alle nachgemacht, ne? Ich weiß gar nicht, ich müsste mal googeln, was als erstes kam. Ich vermute mal ganz stark, das ist nicht das erste Golfspiel auf einem Computersystem. Das ist ja der Gameboy, ne? Jo, komm mal, irgendwelche ein bisschen in der Nähe hier. Ja, ein bisschen, ne? Ja, es gibt natürlich auch schon Wind hier. Ja, 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 das konnte der Gameboy schon, mehr oder weniger. Ja, schöne Bunker rein. Bunker. Ich weiß gar nicht, der gibt ja, glaube ich, auch. Ne, du musst es den PW, glaube ich, nehmen, um hier rauszukommen, oder? PW, SW. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weiter geschlägt. Auf jeden Fall nicht so weit. Aber gibt auch einen Grund, warum ich hier jetzt gerade Golf spiele. Eigentlich wollte ich Kirby Streamland spielen, aber mir ist aufgefallen, ich besitze dieses Spiel gar nicht mehr. Ich habe das damals besaßen, wie auch immer. Aber aktuell nicht. Ich dachte, ich hätte es, aber ich habe es nicht. Ich muss es mir nachkaufen. Ja, guck mal, das geht doch gut, das geht doch gut. Ich finde auch lustig, wie die das gelöst haben hier mit den Green, mit den Pfeilen, wo das da ungefähr hingeht. Ja klar, wie wollen die das denn sonst hier anzeigen, was Dings hier angeht, ne? Erhöhung, Vertiefung und so weiter. Ist ja kein 3D-Spiel hier, ne? Boah, Double Boogie! Läuft ja gut. Na, steht auch, ne? Par 4! Wir müssen ja mal wieder hier reinkommen. Pro-Golfer hier. Nein. Ich habe eigentlich auch ein kurzes Spiel reingeschmissen. Weil ich, ja, da so schnell ein Part zwischendurch reinschmeißen kann, ne? Jetzt abgesehen von Need for Speed Underground 2, Trackmania oder war die John-Schokolade. Das ist nämlich alles schon lange aufgenommen im Kasten. Und wird ja nur später freigeschaltet, weil ich ja jetzt, 3 Tage nichts hochgeladen habe. Oh, 3 Tage nichts hochgeladen, das war damals Standard. ja, was wirklich. Ich streng mich ja schon ein bisschen an, aber ich sage, ja, jetzt so viel zu tun, so viel zu tun. Und dann kommt noch der der Sommer dazu, dann macht man ja meistens im Scheiße viel zu weit. Oh Gott! Viel zu weit! Digga, wo soll der denn hin? Ja, ich muss jetzt wirklich reinkommen. Und da macht man ja so meistens so Sachen, ne, so wie ein Urlaub fahren. Also auch, wenn ich keinen Urlaub habe, sondern leider nur das Wochenende war. Ich möchte lieber einen Urlaub. Ich möchte Urlaub. Ich weiß gar nicht, was die neuen ist ja bestimmt weniger, ne? Ich kann noch ein SW nehmen. Ich glaube, der reicht schon sogar. Ja, locker. Guck mal. Ich glaube,
Chip-In gibt's hier bestimmt auch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt jemals mal hinbekomme, aber das muss ich ja auch geben hier, ne? Die Pfeile zeigen alle nach oben, also ja, muss ich gegen anschlagen. Schön, unser Green, und das ist schon Schlag Nummer O. Zeigt damit auch irgendwann, ne? 5, 7 plus 2, ja, okay, 7 ist es, glaube ich, ne? Cup in? Was war denn jetzt? Hallo? Start. Genau, Start. 8. Paar. 4. Plus 4 ist theoretisch das Schlechteste, was es bei Panga gab, ne? Ich weiß nicht, ob es im reellen Golf auch plus 4 das Schlechteste ist. Ich kann keine Ahnung, ich kenne die Regel nicht. Müsst ihr jetzt mal nachgucken hier, aber ich kenne mich ja, ne? Einfach drauf losspielen hier. Oh Gott, viel zu weit. Ja, deswegen, ich war so ein bisschen im Urlaub, ne? Ein bisschen die Berge angucken, ne? Wenn man vom Flachland kommt, ne? Dann guckt man sich natürlich eher die Berge an und die Leute, die von den Bergen kommen, die gucken sich eher hier das Wasser, die Seen und die Meere an. Die Meere, ne? Ist ja so. Deswegen war ich im bergischen Gebiet. Oh Gott. Gott, ich muss ja viel mehr. Guck mal, kannst du schon volle Power geben? Mich wundert, wir hatten zum Glück gehabt mit dem Wetter, aber mich wundert, dass obwohl ich fucking viel vorher gefahren bin und auch eben scheiße fucking doll berghoch, ja, wenig Muskelschmerzen hatte. Das wundert mich aber echt, ey. Nur den Abend eigentlich so ein bisschen eben, wenn die ganzen Muskeln sich erholen, ein bisschen aui-aua, aber sonst muss man sich ja wundern, ne? Ja, ich bin ja natürlich hier Profisportler. Ich kann ja hier richtig große Touren fahren und so. Ja, Problem ist, mein Fahrrad ist doch kaputt. Das Geile ist, ich bin nämlich mit einem fremden Fahrrad gefahren. Also ein ausgeliehenes Fahrrad. Immer besser als zu Fuß laufen. Und gewöhnungsbedürftig und es ist ein City-Fahrrad und ich bin damit einfach, ja, auf einer Mountainbike-Strecke gefahren. Aber das hat er auch gemerkt, dass es eben nicht dafür da ist, das Fahrrad. Aber es hat trotzdem seinen Job gut gemacht. Sag ja, obwohl es manchmal ganz schön anstrengend war. So, ich glaube, SW, Polle Power, ne? Ich kann mir echt nur diese paar Schläger merken, ey. Oder auch wieder zu weit? Sieht zu weit aus. Na, ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Ja, das stört immer, wenn das Licht blinkt die ganze Zeit. Das muss wegblinken. Das darf nicht blinken. Und, ah Gott. Das ist doch wie bei Panya, ey. Ah, zu viel. Ah, Schmerzen, ey. Hey, ich spiele genau wie damals. Scheiße, ey. Gott, ey. Ich habe noch nicht mal ein einziges Mal ein Paar gemacht. Oder hat er sogar die schweren Strecken? Die schweren Kurse, die ich hier spiele. Nein, das sind sogar die leichten. Super Shot. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jemals mal hinbekommen habe. Komm, ich habe das Spiel damals sogar sehr viel gespielt. Wie gesagt, ich war nie gut, aber es hat mir einfach Spaß gemacht, den Ball da hin und her zu kicken. Ja, schön den Bugger rein. Ja. Geil. Schön, dass die Musik sich auch ändert. Ja, das war auch noch die Zeit, als hier irgendwie alle Sportspiele irgendwie Mario-basiert waren, ne? Golf, Mario-basiert, dann gab es auch noch Tennis. Da ist, glaube ich, Mario als Schiedsrichter drin. Obwohl Mario hier ja gar nicht mal so aussieht wie Mario, ne? Das ist ja eben der Anfang von Mario gewesen. Ja, Gott! Boah, nur ein Boogie. Mann, bin ich gut. Guck mal, hier können wir natürlich auch ohne Probleme einen Kurs durchziehen, ne? Für eine so eine Strecke brauchen wir wahrscheinlich nie mal länger als eine Panga-Map. Vermute ich mal. Warte, wir brauchen ungefähr eine halbe Stunde ungefähr. Ein bisschen mehr für einen 18er-Kurs. Mal gucken, wie lange das hier ist. Ich habe ja mein Counter da links, aber da steht schon 9 Minuten. Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich volle Kanne seitdem aufnehme, ne? So, echt wie, ich kann nicht Deutsch sagen. Was ich auch immer irgendwie schlimm finde, wenn man in den Urlaub fährt und man ist eben im Urlaub oder, naja, woanders, war ja jetzt wie gesagt kein Urlaub gewesen, sondern eben, ne, einfach nur ein Wochenende weggefahren, aber trotzdem.
dass einem eben spontan nicht so gut was einfällt, wo man jetzt einfach hinfahren könnte. Ja, man rollt doch noch weiter, blödes Ding. Und noch schlimmer ist, wenn man irgendwo hinfahren will, wenn man sich was ausgeguckt hat, man ist schon voll heiß und denkt ja, wow, das ist bestimmt voll toll. Und dann kann man da nicht hin, weil, ja, man irgendwie vorreservieren muss und das irgendwie schon fast einen Tag vorher. Weil ja, es ist ja immer noch Corona, ne? Ich kann schon nicht mehr hören. Ja, natürlich, so räumen alle sollen an einen Strang ziehen und wir müssen uns gegen das Virus beuten und so weiter, aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn man eben selbst im näheren Umkreis nichts mitbekommt und die ganze Zeit immer nur von Medien zugeballert wird, dann kriegt man so eine verkorkste Meinung. Ist ja leider so, ne? Man müsste schon irgendwie so ein bisschen Input haben von der Realität. Und allein, ob es nur jetzt der Wissensstand von irgendwelchen Bekannten ist oder eben die es kennen oder das durchgemacht haben oder ihr wisst, was ich meine. Man kann ja eben sich dann nur die Meinung rausnehmen, was man in den Medien hört. Und dann kann man die nicht mehr hören, weil man denkt, die labern den ganzen Tag das Scheiße. Weil bei vielen Sachen labern die Scheiße. Oder kochen irgendwelche Sachen so hart auf. Nur damit die wieder nahe das davon berichten können. Also theoretisch so gesagt, es ist nichts passiert, aber wir berichten wieder davon, weil ja, das eben gerade aktuell ist. Bumm. Scheiße, Mann. Ich wollte gar nicht so deutsch schießen. Ihr wisst, was ich meine. Nein. Hä? Haben wir das jetzt stark gekostet oder was? Oh. Genau. Ja, genau. So habe ich jemanden damals geschlagen. Fick dich. Okay, gut. Gut zu wissen. Wenn ich mehr als 4 mache, also mehr als plus 4 oder plus 4 mache, dann heißt es in dem Spiel einfach nur Cup-In. Ja, und ich sag ja, das habe ich so gut wie immer bekommen. Deswegen bekommt man ja eben in dem Fall eben nur die ganzen negativen Sachen mitbekommen, ne? Maskenpflicht, Reservierung, man darf nicht so nah aufhalten, man soll keine großen Gruppen machen, man kann nicht ins Kino gehen. Dann denkt man die ganze Zeit nur, scheiße, 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 es ist alles scheiße. Aber wenigstens darf ich noch Videospiele machen, aufnehmen. Ja, ich will mir eigentlich auch noch lange einen neuen PC kaufen oder beziehungsweise neue Komponenten. Schon lange. Aber dann sagt mir ein Kollege, warte mal lieber, kommen ja bald die neuen GPUs und Grafikkarten raus. Googelst das ein bisschen, ja, irgendwie 2021. Nein, länger, weil ich habe lange genug gewartet. Ich hab Paar. Was ist denn los? phänomenal. Meine Score ist bestimmt total super. Wo ist die überhaupt? 51? Ist 51 Dings hier? 36? Achso, 36 wäre, wenn ich überall Paar machen würde und ich habe schon 51. Ja, Score, also da ein Score plus 20. Ich glaube, das wäre gar nicht möglich, oder? Naja, die haben es auch extra leicht gemacht, ne, dass du die eben überziehen kannst. Ansonsten würden die kleinen Kinder, also ich wahrscheinlich auch, weil ich es ja gespielt habe, als ich klein war, würden sich denken, ja, voll scheiße, ich kann die Kacke gar nicht ganz zu Ende spielen, der reißt mich immer vorher raus. Weil ich war, wie gesagt, nie gut in dem Spiel. Ihr seht ja auch, jetzt bin ich auch nicht gut. Klar, wenn ich ein bisschen... Danke, Baum. Wenn ich ein bisschen trainieren würde... Trainieren! Dann wäre ich auch bestimmt besser, aber... Das ist ein Goldspiel für ein scheiß fucking Gameboy. Wenn, dann müsste man natürlich eher den, Nintendo Pong-Dong davon spielen. Weil natürlich ein grafischer Aufsehner ist, ne? Geil, wo da satt. Oder gleich irgendwas Aktuelles. Ich weiß gar nicht, was für ein aktuell das bestaussehendste 3D-Golfspiel, was es momentan auf dem Markt gibt. Keine Ahnung. Oh, wieder ein Wasserding. Gibt bestimmt irgendwelche Free-to-Play-Spiele, aber die sind bestimmt alle Grütze. Vermute ich jetzt einfach mal. Sowas wie der Microsoft. Oh, Mann. Geil. Microsoft Flight Simulator für Golf oder so. Keine Ahnung. Mal, wer spielt denn noch Golfspiele? Hä? Außer Pangea? Außer Pangea gibt es ja schon einen Nachfolger, ne? Wollte ich ja immer mal reingucken, aber habe ich bis jetzt gelassen. Obwohl, fürs Let's Play wäre es ja gar nicht mal so scheiße, weil ich ja eben als alte Pangea gespielt habe, ne? Fast gespielt, es fehlt noch ein einziger Kurs. Da muss ich mich aber mit auseinandersetzen. Da muss ich irgendwie wahrscheinlich mir einen Account bei Line machen und wahrscheinlich, weiß nicht, ob du ein VPN noch dafür brauchst,
um zu sagen, dass du aus Korea bist oder Thailand oder wo auch immer das nur läuft. Aber auch stumpf, warum haben sie denn die anderen ausgeschlossen? Lass doch die paar Amerikaner und Deutsche und im Europäer dann das Spiel spielen. Aber war allein nicht irgendwie die App von China oder so? Hä? Ich würde sagen, oh, fast auf dem Grünfeld, also auf dem grünen Radar-Ding da. Aber nur fast. Ja, außerdem kam das Spiel auch noch zu dem Zeitpunkt raus, ne, als die Gameboy-Spiele auch sehr klein sein mussten. Wow, richtig weit. Bei Mario 1 haben sie ja auch gespart ohne Ende, ne? Da waren ja die Mikrochips, also die Mikrochips, die das Spiel selbst gespeichert haben, boah, riesengroß gewesen. Also, riesengroß. Die kleinen vom Speicher und eben teuer. So, teuer zu produzieren, das wollte ich sagen. Deswegen haben sie natürlich versucht, die Spiele so klein wie möglich zu halten, weil ist günstiger in der Produktion. Jetzt werden die 4 Kilobyte ROMs produzieren als 8 Kilobyte ROMs. Dann macht ja das Spiel automatisch auch teurer. Die Gewinnspanne wahrscheinlich kleiner. Deswegen haben die ja richtig getrickst bei Pokémon. Wo auch so denkst, wie haben die denn so viele Pokémon da reinbekommen? Und die haben alle 2 Sprites und Geräusche oder beziehungsweise Schreie, die sie machen. Bestimmt viel zu weit, ne? Ja, natürlich, der ist auch gar nicht so weit. Oh. Warum will ich eigentlich immer maximal schlagen? Hör auf! Hör auf, maximal zu schlagen! Livestream, Golf, Livestream. Oh Mann, das hätte 1989 keiner gedacht. Das hätte ich nicht mal 1994 gedacht, ey. So eine Scheiße. Ich sage, ne, hab's ja mal angedroht, dass ich es mit Trackman the Sunrise mache. Ich hab's angedroht, aber ob ich es jemals machen werde, ist die zweite Frage. Weil auch da muss ich mich wieder mit jeder Menge, fick dich, mit jeder Menge Scheiß auseinandersetzen. Da kümmern wir uns erstmal um Pang, ja, um wichtigere Dinge, ne? Weil ich... Doch, es gab definitiv einen Let's Player vom japanischen Pangya oder vom... Na, Pangya 2.0 für den Gameboy. Fürs Handy. Ich habe da ja eine Zeit lang einen verfolgt. Der hat das Ding ja sofort, als es raus war, gleich durchgezockt so ungefähr. So ein richtiger Pangya-Nerd. Ja, auch das gibt es. Oh, fick dich doch, ey. Nochmal wieder kappeln. Genau, bei denen hatte ich immer zugeguckt eben. Deswegen habe ich einiges vom Spiel gesehen. Und ich glaube, der hatte auch gesagt... wie man das Spiel spielen kann. Und ich glaube, der hatte da auch eine APK gelinkt. Und irgendwie musste man dann den Account machen über die Internetseite auf dem PC. Und einloggen konnte man sich dann nachher über das Handy. Aber ich glaube, man brauchte noch irgendwie eine Zusatz-App oder VPN. Ich weiß es nicht mehr. Das ist alles schon so lange her. Pangya, Japan und... Japan, nicht Thailand. Habe ich ja auch irgendwie zum Laufen bekommen, ne? Weiß gar nicht, habe ich da ein VPN für gebraucht damals? Schwierigsten war natürlich, das japanische Capsca zu lösen. Junge, hat das lange gedauert, ey. mit Hilfe von Wikipedia habe ich es dann ja irgendwie so halbwegs hinbekommen. Aber auch nur, weil das dann eben ja gedruckte japanische Zeichen sind, ne? Wenn das irgendwie sowas Handgeschriebenes oder irgendwie so wie manchmal deutsche Capsca sind, oder diese Google Capsca, die man kennt, ja, keine Chance. Im Leben keine Chance hätte ich die identifizieren können. Das war ja schon so ein Graus. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus. Komm, das ist ja schon fast Chip-In. Guck mal, meine Zeit sieht auch fast gut aus. 19 Minuten spiele ich schon. Oh, komm schon. Hier, nur Kappen. Oh Mann, ich habe bis jetzt nur ein einziges Mal ein Paar gemacht. Ey, das ist ja katastrophal. Und wir sind sogar fast durch. Wow. Also sind die Zeiten hier fast genauso wie bei Pangya. Der ist ja heftig, ne? Aber das ist auch wahrscheinlich gewollt. So, als wenn es die Realität wäre, aber ich glaube, in der Realität musst du wahrscheinlich immer den Ball hinterher rennen. Ja, teleportierst du dich aber. Er will auch zugucken, ne, wie du den Ball hinterher rennst. Stimmt zu weit, das geht ins Wasser, das geht ins Wasser oder auch nicht. Habe ich eigentlich den maximalsten Schläger? 1W, PT, ja, ich vermute mal, das soll der stärkste Schläger sein. Aber selbst wenn die volle Power hier nehmen, blub, blub. Schließen wir mal gerade vielleicht 200 Meter oder so? Yards. Nicht Meter. Geil. Ja, 200 Yards.
Ja, hier kann ich das nicht wirklich einschätzen. Wie gesagt, bei Bang ja kein Problem. Aber das Spiel spiele ich ja auch schon seit Ewigkeiten, ne? Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich bin auch froh, dass der Super Nintendo sich momentan gut hält, weil ich habe die ganze Zeit immer Sync-Probleme gehabt, dass das Bild hin und her gewandert ist. Da habe ich ein bisschen an den Kabeln gerüttelt, ein bisschen umgesteckt und dann funktionierte das wieder und dann war es mal wieder weg, aber zurzeit funktioniert es. Und wenn es nicht funktioniert, dann ja, darf ich einmal kurz cutten und sonst wird euch schlecht, wenn ihr das mit ansehen müsst, wie das Bild hier hoch und runter wandert. Aber ich spiele auch momentan auf dem Super Nintendo und den habe ich auch schon länger nicht mehr angehabt, denn das letzte, was ich auf der Kiste gespielt hatte, war Lufia gewesen und das ist schon lange her. Ich glaube, das Spiel habe ich 2018 beendet. Das war auch mein letztes Spiel mit der Synchro. Hätte ich auch mal wieder Lust eigentlich, ein Spiel zu spielen, wo ich eben wieder selbst synchronisiere. Haben wir eigentlich viel Spaß gemacht, ne? Hat zwar nicht viele Aufrufe gegeben, aber naja, Spaß ist alles, ne? Wenn es euch selbst gefällt. Ist ja so. Ich hab ja schon viel produziert, wo ich sagen würde, ne? Hat mir Spaß gemacht, das zu produzieren, aber es ist nicht wirklich gut geworden. So wie meine ganzen alten, uralten Gameplay-Videos oder. Ich weiß gar nicht, wie heißen die heute? Montage-Videos, ne? Kill-Montage-Videos. Obwohl, so Kill-Montage waren die gar nicht, weil das Bots waren oder ich einfach nur dumm durch die Gegend gerannt bin. Hauptsache, ein Video machen. So war das eben damals, ohne Internet. Da hat man einfach stumpf irgendwelche Videos selbst gemacht. Auch wenn man, auch wenn die keiner gesehen hat. Oder mit dem Ziel, dass die keiner sehen wird. Ich kann es ja nicht einschätzen, ne? Was ist das jetzt? Was brauche ich? Das 6i? Sind das denn 60 Hertz? Und der 5i ist 50 Hertz? Ich weiß gar nicht, warte. Guck mal, so werden die größer, ne? Das heißt, größer, größer, 1i. Die werden dann immer kleiner. Ich nehme es aber mal an, der 6i geht jetzt nicht ganz so weit, aber wir nehmen den 7i, fertig. Ich habe keine Ahnung. Mach schon mal! Boah, wow, das sieht doch fast gut aus. Wir sind aufs Grün geschafft. Komm, gib das wenigstens ein paar. Ich weiß gar nicht, die Pfeile verstehe ich ja, aber diese komischen Vierecke. Heise wandert auch irgendwie nach da. Ich hab gute Ordnung. Oh, und dann kriege ich immer so wenig. Ja, der wandert nach da. Okay. Oh. Juhu, Double Boogie! Wasser überall! Und das ist die vorletzte Mod. Hier bin ich ja heiß, ne? Jetzt würde ich ja gerne mal googeln. Ah, okay, hab ich Glück, ey. Was eben das aktuellste, grafisch aufwendigste Golfspiel ist. Aber nachher ist es dann trotzdem nur Golf, ne? Die haben ja schon versucht, so ein bisschen realistisch zu sein, von der Grafik her, schon damals in den 90ern. Wo ich da so ein bisschen interessiert geguckt habe nach diesen komischen Golfspielen, die es damals gab. Ich glaube, das war sogar von Microsoft gewesen. Ne? Das hieß einfach nur, glaube ich, stumpf. Microsoft Golf? Oder hat das noch einen Titel gehabt? Okay. Dann ist auch keine Musik. Oh, damit du dich konzentrierst, oder was? Oh Mann, ich werde doch sowieso volle Kanne daneben schießen. Ich weiß es auch jetzt schon. Oh, ich meinst gegen Anschlagen, ey. Oh, jetzt kommt die Musik wieder. Versaut, du Idiot. Oh, das war ein Paar. Nee, Birdie. Doch, Birdie, Paar und jetzt kommt Boogie. Ja, nur ein normaler Boogie. Oh, phänomenal. Toll, fast Birdie bekommen, ey. Das hätte wahrscheinlich sogar nichts bekommen, ne? Hier ein extra Soundeffekt, wenn ich den Birdie eingelocht hätte. Was ja auch schon Wahnsinn ist für 1989, ne? Dass die Cartridges hier mit einer Batterie ausgestattet haben. Weil überleg mal, 1989, welche Cartridges, also vor Nintendo 1989... Also für den NES, da waren schon, glaube ich, die verbreitet. Relativ verbreitet. Aber auf dem Gameboy. Viele Spiele brauchen ja keine Speicherfunktion. Die liefen ja alle mit Passwörtern. Das Spiel, was natürlich jeder kennt mit Batterie, ist natürlich Pokémon. Wirklich, das reicht nicht. Ach ja. Ihr habt's vergessen, es gibt ja noch den Wind, ne? Auch wenn der gerade irgendwie nur null ist. Null.
Stopp. War klar. Fick dich. Ich sage, ich müsste mir das Spiel spielen, um gut zu sein. Aber darum geht's ja hier nicht, ne? Gibt bestimmt irgendwelche Pro-Gamer. Ja, locker, ich gehe jetzt auf speedrun.com und ich finde irgendwelche verrückten Leute, die haben das innerhalb von, keine Ahnung, 5 Minuten oder so gespielt. Oh Gott, bin ich furchtbar. Ey. Wo willst du denn bei Golf spielen, ne? Wenn man da einen Speedrun macht und die beste Zeit ist nicht der beste Score, so. Weil ich habe ja von Summon Salt oder wie der heißt, habe ich ja das eine Video über Nintendo Wii Golf. Oder Wii Golf? Wii Golf hieß es, glaube ich, nur, ne? Habe ich gesehen, wo ich auch so dachte, was zur Hölle, das wird gespeedrun, das Spiel? Das ist geil, ey. Scheiß Wii Golf wird gespeedrun. Das sagen die auch, ne? Die beste Score ist nicht die schnellste Runde. Deswegen machen die das ja irgendwie so, dass sie der ersten Kurs die ganze Zeit UBs machen, damit die verlieren und damit das Spiel es einen dann leichter macht. Und du verlierst, glaube ich, irgendwie nur 10 Sekunden dadurch, aber das Spiel wird danach insgesamt leichter. Frage ist, macht das Spiel hier auch irgendwie so ein bisschen, dass er eben das Green so gesagt so ein bisschen hinpackt? So wie du spielst. Das heißt, ich spiele jetzt scheiße, dass es eben mir leicht macht, aber ich merke nicht davon, dass es irgendwie leicht ist. Oh ja, das spielt doch nicht so ein Algorithmus. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube jetzt irgendwie nicht, dass sie für das Spiel hier so viel reingebuttert haben an Programmierer und Fleiß. Ihr wisst, was ich meine, ne? War wahrscheinlich eh nur ein Budget-Spiel. Obwohl, Gameboy-Spiele waren alle damals gefühlt sehr teuer. Da war er knapp. Unser Green. Habe ich Birdie Chance? Nee. Oh, Schwäbel Boogie. Oh Mann, das ist ja furchtbar. Aber weißt du, ich gucke mir die Paar-Dinger auch nicht an, ne? Weil hier zum Beispiel Paar 3. Das sollte ja zu schaffen sein. Ich glaube, mit einem Schuss kannst du sogar aufs Green kommen, oder? Ja, kannst du. Wenn ich treffen würde. Scheiße. Ein bisschen nach da, ein bisschen weniger schießen. Und ja, das Ding in der Mitte treffen wir auch richtig schlecht, aber es war schon gut so. Und natürlich hast du auf den Wind nicht geachtet, weil er hier versteckt ist. Er gesagt, unten ist, ne? 6, ja, kein Wunder, dass er da geflogen ist. Dort Dreckding, du. Schau, er nimmt mir den SW, weil der fliegt nicht ganz so hoch wie der PW. Ja, und dann schießt man, ne? Da merkt man den Wind. Ja, wie mein OB ist das jetzt wieder definitiv ein irgendwas Boogie. Jetzt ein noch mehr irgendwas Boogie. Triple Boogie. Das eine soll Mario darstellen, aber wer ist der andere? Soll er Luigi darstellen? Wow, ist das schlecht. Ich habe nur ein einziges Mal Paar gemacht. Mit 11 Schlägen. Ich weiß gar nicht, ob es hier echt ein Limit gab, ey. Score 100. Ich habe ja viel mehr gehabt, ey. Hey, nice game. Please play again. Nein. Also ich werde schon mal, also nochmal wieder spielen für den nächsten Kurs, für den Japan-Kurs. Aber da wird meine Score wahrscheinlich noch schlechter werden, weil ich, ja, hat's gesehen, ne, nicht gut bin. Ich will das Spiel mal gerne zu zweit spielen. Ich habe das noch nie zu zweit gespielt. Aber dafür bräuchte ich auch wirklich zwei Gameboys. Ich weiß gar nicht. Gab es ein Linkkabel für Dings hier? Für ein Gameboy Player? Nee, aber es gab ein Linkkabel für Dings hier. Für den Super Gameboy Player 2 für den Super Nintendo, den es nur in Japan gab. Da gab es ein Linkkabel zu. Weil das könnte ich auch wieder aufnehmen, ne? Weil, ja, wie willst du ein Gameboy aufnehmen? Das geht ja nicht. Oder gibt es da Capture-Module? Bestimmt. Für Game Advance, glaube ich, gibt es einen, weil von Nintendo mehr oder weniger offiziell gab es da so ein Capture-Device, aber auch eben nur für, ja, Presse und sonst irgendwas. Ne? Ist ja klar, die müssen ja auch irgendwie für Werbung und Nachrichten die Bilder rausbekommen. Ne? Die konnten ja schlecht alle mit der Kamera ihr Game ablichten. Wäre ein bisschen bescheuert gewesen.
Ich weiß gar nicht, was steht jetzt eigentlich hier, wenn ich Start mache? Dann steht einfach Select, dass ich eben neu auswählen darf. Aber ich glaube, meinen alten Score speichert der gar nicht, oder? Naja, die Batterie wird ja auch nur einen bestimmten Chip am Leben erhalten und der wird bestimmt nur ein paar Byte haben an Kapazität. Weil ich sage ja, Chips waren damals teuer gewesen, eben diese ganzen, die Speicher haben, ne? Egal ob ROMs oder eben, ja, RAMs, weil, ist ja klar, da wo ich drauf speichere, das sind RAMs, weil die müssen ja beschreibbar sein und, die brauchen ihren Batteriespeicher, damit sie nicht leer laufen. Aber naja, so viel technischen Scheiß. Das war's schon mit meiner Zwischendurch-Episode. Jetzt geht's erstmal regulär weiter mit meinen ganzen anderen Folgen. Hoffe ich mal auf jeden Fall, dass es regulär weitergeht, weil, ja, ihr kennt mich ja, ne? Einen Tag bin ich wieder müde, einen Tag habe ich keine Lust, einen Tag geht's wieder schlecht und dann ist die Woche wieder rum. Ich habe keine einzige Episode aufgenommen. Nice. Deswegen brauche ich auch Urlaub. Dann mache ich ganz viele Episoden, ne? Ich weiß jetzt schon, wenn der Urlaub kommt, werde ich bestimmt nur maximal eine Folge aufnehmen oder so. Ich kenne mich. Ich werde wieder irgendwas anderes machen. Und wenn ich den ganzen Tag vor dem Computer hänge, Gaffes auf und YouTube-Videos gucke. Keine Ahnung.